Erschaff ich Gott nach meiner Vorstellung oder hat Gott mich nach seiner Vorstellung erschaffen? Das sind zwei Fragen, deren Antwort ich schon habe. Weil die Fragen aus der Antwort geboren sind. Ja. Es ist unwiderruflich, so wie es ist. Ja, sagt er und meint nein. Er ist mit sich selbst nicht im Reinen, weil er selbst nicht ist und die Reinheit auch nicht. Denn wo es Reinheit gibt, gibt es auch Verschmutzung. So, und taucht der Geist, den es nicht gibt, tief ein in das Wissen um die Dinge und die Zustände, erlebt er sich in einem dualistischen System. Gegensätze, Widersätze, Widerstände, Paradoxien. Und letztlich ist nichts größer als deine Vorstellungskraft. Du stellst dir alles vor, indem du dich dir selbst vorstellst. Du stellst dir alles vor, indem du dich dir selbst vorstellst. Hallo, ich habe ein Vorstellungsgespräch mit mir selbst. Ja, nun bin ich. Schon habe ich mich vorgestellt vor mich hin. Und was verweilt dann da hinter der Vorstellung von mir selbst? Das wird die Vorstellung nie erraten können, weil es entzieht sich der Vorstellung. Das, was sich alles vorstellt, ist nicht Teil der Vorstellung. Ist aber auch nicht getrennt von der Vorstellung. Es ist das, was die Vorstellung ist, aber es ist nicht die Vorstellung. Und es hat Spaß, sich alles vorzustellen, weil es nichts macht. Es macht nichts, sich alles vorzustellen. Und dann sagst du auch noch in der Vorstellung, das ist doch keine Vorstellung, das ist doch die Wirklichkeit. Hier, wenn ich dir eins auf die Backe hau, dann tut das weh vielleicht. Oder der Schieferkiefer bleibt schief. Viele Jahre, bis dann der Körper sich transformiert in eine neue, andere Energie, andere Form. Aber was ist die Wirklichkeit? Wirklichkeit, sagt man so, ist sowas wie Dauerhaftigkeit. Etwas, was von Dauer ist. Und was ist denn von Dauer? Das ist ja nur ein Konstrukt. Eine Idee. Da fangen wir gar nicht damit an, die Ideen in Frage zu stellen. Oder die Gedanken. Das Bewusstsein. Mich selbst. Kann ich alles in Frage stellen? Ich kann mich selbst in Frage stellen. Kann ich das? Und dann, wenn ich mich selbst in Frage gestellt habe, da bleibt doch noch etwas übrig, ein Übrigbleibsel, was da sein muss, was nicht sein kann, um das, was fragwürdig ist und zweifelhaft in seiner Natur, in Frage zu stellen. Das, was nicht sein kann. Das absolute Übrigbleibsel.
Überbleibsel. Das absolute Überbleibsel. Überbleibsel. Das absolute Überbleibsel. Das vollkommene Übriggebliebene. Übriggebliebene. Wenn du alles wegreduzieren kannst, was der Vergänglichkeit unterworfen ist. Gibt es überhaupt Vergänglichkeit? Kann ich die auch in Frage stellen? Ist nicht jeder Moment ewig? Was für ein Moment? Den Moment kann ich auch in Frage stellen. Das Jetzt. Das Jetzt ist ja auch sehr zweifelhaft. Jetzt! Schon zu spät! Jetzt ein Konstrukt. Um in der Gegenwart zu bleiben, die auch zweifelhaft ist. Genauso wie die Vergangenheit. Ah, doch wer zweifelt da? Es braucht den Zweifler, der nur durchs Zweifeln seine Existenz beweisen will. Doch den Zweifler kann... Der Zweifler kann auch angezweifelt werden. Aber wer spricht hier vom Zweifeln? Reden wir lieber über die Kraft des Glaubens. Nein. Geilst. Glauben. Da brauchen wir auch wieder einen, der glauben kann. Ein Gläubiger. Nein, ein Believer. Ein Gläubigen. Ein Gläubigen, der durch den Glauben seine Existenz rechtfertigen. Ja, warum nicht? Lass sie doch. Lass doch die Schatten in der Schattenwelt existieren. Die Personen in der Personenwelt, die Gedanken in der Gedankenwelt. Wen kümmert's, ob es etwas gibt oder nicht? Naja, die menschliche Existenz kann schon sehr von Leiden, Angst und Unsicherheit geprägt sein. Keiner hat mir geholfen. Sie haben mir nur Lügen aufgetischt und ich habe sie fortgesetzt. Nein, so weit, so gut, so weit, so schlecht. Ja, das ist ja so. Also, wo du weder Zweifel noch Glauben brauchst, sondern sich alles von selbst ergibt, alles wie von selbst sich organisiert und nichts ausgeschlossen ist und nichts eingegrenzt wird und nur noch das Leben zu einem Puls im Rhythmus und dem Pochen der Lebendigkeit des Körpers in das, was es ist, sich selbst ergibt, wo das Streben nach Veränderung aufhört und der Widerstand gegen die Veränderung wahrgenommen werden kann, ohne dass es gegen den Widerstand einen Widerstand gibt. Da bist du. So wie du bist. Doch es gibt keine Beständigkeit in der Form, in der ich sie mir vorstellen könnte. Und das Gute, ich brauche es auch nicht mir vorzustellen. Doch, Vorstellungen geschehen. Auf Wiedersehen.